Oh nein! Sir, habe ich da vielleicht einen Pickel auf der Nase? Ich sehe nichts, scheint völlig... Cridlington, du sollst dich auf deine Arbeit konzentrieren und nicht auf deine Nase. Arbeit? Vielleicht bin ich ja gar nicht mehr so lange Feuerwehrmann. Was? Du willst kein Feuerwehrmann mehr sein? Trevor sagte, dass ich vielleicht ein Superstar werde. Gut, aber denk dran, hier auf der Feuerwache bist du zuallererst mal ein Feuerwehrmann. Wenn du heute Abend im Fernsehen auftrittst, grüßt du dann deinen alten Freund Hauptfeuerwehrmann-Stil? Also ich glaube, er flog da lang. Dann sehe ich gleich mal nach. Und ich werde mich mal ums Essen kümmern. Ah! Oh, ein Gewitter. Wir sollten zurückgehen. Und was ist dann mit unserem Essen? Aber das Essen ist doch jetzt nicht so wichtig, Norman. Aber Sie haben den Vogel noch gar nicht fotografiert. Tja, vielleicht beim nächsten Mal. Komm mit. Tja, und jetzt geht's auf ins Fernsehstudio. Wenn Cridlington die Feuerwehr tatsächlich verlässt, müssen wir wohl einen Ersatz für ihn finden, Sam. Hat er denn wirklich gesagt, dass er geht? Naja, er sprach davon, dass er vielleicht nicht mehr lange Feuerwehrmann sein wird. Er will stattdessen ein Superstar werden. Oh! Das sieht übel aus. Ich rufe lieber Hilfe. Es wäre sehr schade, wenn Elvis geht. Oh, einen Moment, Sam. Ein Baum wurde vom Blitz getroffen. Wir müssen uns beeilen, sonst wird daraus noch ein richtiger Waldbrand. Ich werde Tom anrufen. Gute Idee, Sam. Nur dumm, dass Cridlington nicht hier ist. Wir könnten jetzt jede Hilfe gebrauchen. Bleibt denn der Bus? Hi, kann ich ein Autogramm von dir haben, Elvis? Oh, klar, James. Oh, du hast dir ja auch ein Autogramm von Sam geholt. Ja, Sam rettet Menschen, er ist ein Held. Und er darf immer mit Jupiter herumfahren. Schade, das kannst du ja jetzt nicht mehr, Elvis. Nein, da hast du wohl recht. Nicht mit diesem Rollbrett im Laden herumfahren, Norman! Das weißt du doch! Oh, meine Löffelbiskuits! Nein! Sie sind gerade voll über mein Skateboard gefahren. Jetzt ist es hin. Zum Glück standst du aber nicht mehr drauf. Kriege ich jetzt ein neues, Mom? Keinesfalls. Frühestens zu deinem Geburtstag, denn immerhin ist das alles deine Schuld. Aber er ist doch drüber gefahren. Völlig egal. Wärst du nicht im Laden herumgefahren, wäre all das nicht passiert. Oh, entschuldigen Sie bitte das Ungemach, Trevor. Naja, wissen Sie, Dillis, ich wollte sowieso hierher. Würden Sie mich zu einem Picknick begleiten? Oh, Trevor, das fände ich wundervoll. Oh, und Norman selbstverständlich. Ich will aber zu keinem langweiligen Picknick. Ich will ein neues Skateboard. Ich öffne mal eine Dose Krabbenpaste zur Feier des Tages. Lassen Sie, Dillis, ich mag Krabbenpaste eigentlich gar nicht. Unsere heutige Übung ist geradezu überlebenswichtig für den modernen Brandbekämpfer. Tom Thomas wird uns in die schwierige Kunst des Abseilens einführen. Sehr gern. Die Übung beginnt im obersten Stockwerk des Trainingsturms. Hier, zum Boden, hier. Alles unter Toms fachkundiger Anleitung. Gute Idee, Sir. Ich lerne gern was Neues. Warum können wir denn nicht die Leiter nehmen? Kein Skateboard mehr? Ja, das Brett ist durch. Jetzt haben wir nur noch zwei Stück. Ich will ein neues, aber meine Mom kauft mir erst eins zu meinem Geburtstag. Aber das dauert ja noch ewig. Wieso wünschst du dir nicht einfach eins, Norman? Einfach wünschen? Ja, bei dem alten Wunschbrunnen, wo der Talweg verläuft. Immer schon haben Menschen da Geld für Wünsche reingeworfen, hm? Der Brunnen muss voller Geld sein. Bestimmt genug, um
ein neues Skateboard zu kaufen. Der Trick ist, ganz entspannt zu bleiben, um in gleichmäßigen Sprüngen an der Wand runterzugleiten. Und dieses Spezialseil gibt euch dabei ausreichend Halt. Ganz schön hoch oben, Elvis, was? Das unten macht mir mehr Sorgen. Na dann, wer will? Ich will, Tom. Gut. Oh, klasse, Penny. Also niemals in geschlossenen Räumen Feuer machen. Und wo ist Grillen sonst noch verboten, Penny? Zu nahe an einer Hecke oder einem Gebäude, Sir. Man könnte sie in Brand setzen. Hervorragend. Man will sie ja nicht abfackeln, diese saftigen, butterzarten Grillwürstchen. Verzeihung, Sir, aber wenn Sie doch immerzu von Würstchen reden... Tja, ja. Wo darf man sonst noch nicht grillen, Sam? Auf keinen Fall unter einem Baum. Der könnte leicht Feuer fangen. Ja, hervorragend. Ist das nicht eine Freude? Es geht ja wohl nichts über ein richtiges Feuer. Mom! Oh, Entschuldigung. Kommt doch hier rüber, Dillis. Solche Probleme gibt es bei meinem Supergrill nicht. Seht mal her. Ist das toll? Absolut rauchfrei und gleich grillbereit. Also, das ist ja viel besser. Nun wartet, der Qualm ist doch sofort weg. Oh, Riesengarnelen schmecken ganz sicher super. Wann kann ich endlich eine davon probieren? Keine Sorge, Sportsfreund, es geht gleich los. Was machen die Würstchen? Fast fertig. Seht ihr, und sie riechen einfach unschlagbar. Zubereitet auf einem richtigen Grill. Oh, Trevor. Vielleicht werden sie doch der Grillmeister von Ponty Pandy. Na, wer möchte die Riesengarnelen probieren? Frisch schmecken sie am allerbesten. Oh, das ging aber schnell, Tom. Oh, ja. Sehr schmackhaft. Es ist Würstchenzeit. Wow. Dies ist eine ganz normale Gasflasche. Einige Geräte verwenden Gas anstatt Kohle, um darauf diese saftigen, leckeren Würstchen zu grillen. Sollte man die Flasche nicht von offenem Feuer fernhalten? Ganz richtig, Sam. Denn werden sie zu heiß, können sie explodieren. Dürfen wir jetzt endlich rüber zu dem Grillfest gehen, Sir? Also, wer ist der große Grillmeister von Ponty Pandy? Das ist so schrecklich schwer zu entscheiden. Ich habe noch Hunger. Am besten, ich esse noch mehr, dann kann ich genau sagen, wer hier der Grillmeister ist. Da würden wir auch gern mitmachen. Wir sind am Verhungern. Kein Problem, Gwendolyn. Ich grille euch viel schneller ein paar Riesengarnelen als Trevor seine Grillwürstchen. Tja, das werden wir ja sehen. Ich drehe mal das Gas weiter auf und schon grille ich noch schneller. Tom, ist das nicht super? Als wenn das nur mit Gas ginge. Ich muss hier einfach mehr Kohle auftun und schon grille ich gleich doppelt so schnell. Da lache ich doch nur. Ich drehe das Gas einfach weiter auf bis zum Anschlag. Dann lege ich den ganzen Sack Kohle auf und lasse es schön glühen. Denn dagegen kommt dein Gas nicht an. Ich werde dir zeigen, wer hier der Grillmeister von Ponty Pandy ist. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Hä? Oh nein! Was für ein Prunkstück, hä? Das brodelt auch wie in einem Vulkan da drin. Dann gräbst du den Komposthaufen jetzt endlich mal um? Schließlich hat Sam vorhin gesagt, nicht dass... jetzt, Mandy, ich habe keine Zeit. Es wird nämlich allerhöchste Zeit, dass die Blumen- und Gemüseschau beginnt. Stellt sich das genau vor? Hast du so etwas schon mal gehört? Zu dumm, Gewinner-Tomate. Du wirst den ersten Preis kaum noch gewinnen können. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wo ist meine Tomatenpflanze? Oh, tja, ich habe sie im Schatten steht sie, damit sie keinen Sonnenbrand kriegt, Sir. Oh, clever mitgedacht, Crittlington. Hallo zusammen. Wo darf ich meine Küchenkräuter hinstellen, Mike? Hier vorn, Gwendolyn. Und wann wird Sam die Sachen begutachten? Er wollte noch die Schläuche in der Feuerwache aufrollen. Doch er muss jeden Moment kommen. Also dann, kommt jetzt alle mal her. Ich möchte euch alle auf das Herzlichste zu meiner Blumen- und Gemüseschau begrüßen. Danke, dass ihr hier seid. Es war viel vorzubereiten, aber nun kann ich voller Stolz sagen... Dad! Der Komposthaufen! Jetzt doch nicht, Mandy. Aber nun möchte ich mit Stolz feststellen, dass die ganze Arbeit... Oh nein! Da! Der Haufen! Er brennt! Oh,
Das ist unglaublich! Oh, holt Feuerwehrmann Sam! Was? Ein brennender Komposthaufen bei den Flats? Zwei sind da, Sam. Die anderen sind zu der Blumen- und Gemüseschau gegangen. Und genau dahin müssen wir auch. Ausreichend Abstand halten, bitte. Seien Sie vorsichtig. Sam und Penny sind bereits unterwegs. Da kommen Sie schon. Das ist gut. Da sind Sam und Penny. Ja, sie sind da. Beeil dich, Sam. Hey, Norman. Tag, Mandy. Fahren wir mal wieder in die Krabbenzangenbucht. Und endlich machen wir mal wieder ein leckeres Picknick. Morgen. Es wird Zeit, auszurücken. Die ideale Route habe ich schon berechnet. Ihre Berechnung ist überflüssig. Mein Bus verfügt über ein neues Satellitennavigationssystem. Wenn ich mal eine Strecke nicht weiß, gebe ich einfach das Ziel an und es führt mich direkt dahin. So einen Unsinn habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Das ist modern. Guten Morgen, Trevor. Guten Morgen, Sally. Du meiner Treu. Zur Krabbenzangenbucht, bitte. Mit Vergnügen, Trevor. Geradeaus auf der Hauptstraße von Pontypandy. In 80 Metern links abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Och, bitte, Sam. Bitte sei nicht so. Sag ja. Bitte. Die Feuerwache zu leiten ist aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, Elvis. Ist doch klar, Sam. Und ich kann verantwortungsvoll sein, wenn ich darf. Na gut, wir werden es versuchen. Danke, Sam. Ich werde dich auch auf keinen Fall enttäuschen. Klar. In 200 Metern links abbiegen. Na, also nach meinen Berechnungen geht es da vorne aber nach rechts. Bei allem Respekt, Hauptfeuerwehrmann Steele. Da oben saust ein Satellit durch den Weltraum, der mir sagt, wo ich langfahren soll. Ja, und ich sitze in Ihrem Bus und sage, es ist falsch. Aber meine Herren, wir wollen doch heute einen schönen Tag haben. Dillis hat recht. Machen Sie doch Musik an, Trevor. Oh, wieso nicht? Musik? Ausgezeichnet. Ein guter alter Kanon. Da kommt Stimmung auf. Über den säuselnden Wäldern, unter einem Stern. Fern von Sorgen und Nöten, da wohnt mein Herz so gern. Also bitte, was ist mit der Mannschaft los? Mitsingen! Wir wollten eigentlich lieber Radio hören. Ja, wir wollten gern richtige Musik hören. Richtige Musik? Nun, das ist mein Bus. Und wenn ein Großteil der Fahrgäste das wünscht, bitte. Genau. Cool. Super Musik. Oh, ist das schrecklich. Komm schon und mach endlich. Irgendwo muss doch jemandem zu helfen sein. Das ist offenbar der ruhigste Tag in der Geschichte von Pontypandy. Keine Brände, keine Katze steckt im Baum. Kein Norman Price. Oh ja, das ist es bestimmt. Nicht jeder Tag ist voll von Gefahren und Aufregung, Elvis. Feuerwehrleute müssen mit allem klarkommen. Auch einem Tag, an dem nichts passiert. Du hast recht, Sam. Aber wenn etwas passiert, bin ich zur Stelle und einsatzbereit. Na bitte, wir sind schon fast am Strand. Oh, wie schön! Hast du den Schlüssel schon, Elvis? Nein, Sam. Es passt nur der kleine Finger rein. Da komme ich nicht tief genug. Critlington! Was soll das denn werden? Mir ist mein Schrankschlüssel in den Abfluss gerutscht, Sir. Ich kriege ihn nicht wieder raus. Wenn mir wieder erwarten mal etwas in den Abfluss rutscht, binde ich einen Haken an ein Band und hole es raus. Das ist eine sehr gute Idee, Sir. Diese Blumen sind ja ganz in Ordnung. Nur sind es keine Pontypandy-Veilchen. Pontypandy-Veilchen?
Was ist denn das? Ach, das sind bloß Mams super Lieblingsblumen. Wie gern sie doch zur Teezeit welche davon auf dem Tisch stehen hat. Aber ich bin ja so beschäftigt mit Schuhe putzen. Dann muss ich sie eben für sie besorgen. Wie nett. Aber dafür muss man ganz hoch in die Berge gehen. Oh, das ist ja echt dumm. Darum habe ich dir eine Karte gemalt. Oh, ist ja klasse. Ja, ja. Halt dich schön ran, dann bist du zur Teezeit wieder da. So, es geht los. Wartet! Ich habe ihn! Leider bloß ein furchtbar ekliges Stück Salat. Ich glaube, was wir hier jetzt langsam brauchen, ist ein bisschen Teamwork. Pass auf, Penny. Ich werde leuchten und du sagst Elvis, wohin er den Haken drehen soll. Etwas nach rechts? Nein, 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 zu weit. Links rum. Langsam. Ja, du hast ihn. Jetzt ganz vorsichtig hochziehen. Ja, gleich gibt es leckeren Kuchen. Vielleicht habe ich mich etwas verlaufen. Welcher Weg wohl der richtige ist? An dem Baumstamm bin ich doch schon vorbeigekommen. Einen Moment mal, das sieht wie eine rote Blume aus. Ach, nur ein blödes Stück Stoff. Hilfe! Hallo! Ich zeige Mom, wie ordentlich Derek ist. Ist doch kinderleicht. Halt mal. Stinkbomben? Eine falsche Fliege? Und wenn ich mich nicht komplett irre? Eine Springschlange. Der Klassiker. Kleiner böser Derek. Hinter seiner langweiligen Strebermaske ist er genauso drauf wie ich. So übel ist er anscheinend doch nicht. Hoffentlich kommt er bald wieder, damit wir damit spielen können. Recht vielen Dank, Sam. Gut, dass du heute frei hast, denn sonst wärst du ja nicht da gewesen. Und jetzt? Tja, schau her. Oh je. Ach, was für eine Riesenaufregung. Aber ich muss jetzt weiter. Ja, ich habe auch noch so einiges zu erledigen, Mike. Hilfe! Norman! Oh, noch ein Notfall. Hilfe! Mom, meine Füße stecken hier drin fest. Oh, Norman, was hast du da nun wieder angestellt? Das ist schnell trocknender Zement. Der ist schon nach ein paar Minuten fest. Keine Sorge, Norman. Das haben wir gleich. Norman Price, was hast du dir nur dabei gedacht? Entschuldige, Mom. Dabei will ich doch nur ein klein wenig Ruhe und Frieden. Das klingt nach einem Rauchmelder. Und das klang nach einer geplatzten Spraydose. Oh, mein Laden! Ich muss gleich die Feuerwehr anrufen. Halt! Man darf niemals ein brennendes Gebäude betreten, Dillis. Keine Sorge, Sam. Ich könnte sie auch von uns aus anrufen. Es geht ganz bestimmt schneller, wenn ich zur Feuerwache laufe und Hilfe hole. Beeil dich! Hallo, Feuerwehrmann Sam. Ich wollte gerade... Oh. Entschuldige, James. Ein Notfall. Ich bringe es dir wieder zurück. Wow. Ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte, dass wir heute alle Hände voll zu tun hätten. Ja. Meiner Treu, was für eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung für einen Feuerwehrmann. Ich erklär's später. In Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Was? Ach, endlich gibt es was zu tun. Ich habe die Feuerglocke nicht geläutet. Oh, auf so einem Ding wollte ich schon immer mal fahren. Da kommen sie. Und gleich zu dritt. Oh, was für ein Glück, dass du wieder da bist, Sam. Wow, seht euch nur den Rauch an. Irre. Aber das riecht ja wie Sommerwiese. Elvis, stell den Strom ab.
Wird gemacht, Sam! Vorsichtig, Norman! Oh, Norman! Norman! Oh, Mom! Oh, ich komme ins Stolpern! Oh. Es ist zwecklos. Das schaffe ich niemals. Das glaube ich auch, Mom. Ich hoffe nur, du wirst dich meine Partnerin im Rennen. Oh, also wirklich, du Frechdachs. Eins sage ich dir, Mom. Du wirst den Pokal für den Dreibahnlauf schon noch in den Händen halten. Ich werde ihn nämlich gewinnen. Oh, das wirst du ganz sicher, mein Goldschatz. Ich werde es ganz sicher nicht. Also noch ein allerletztes Mal. Die Pfeile hier, hier und hier zeigen die Route, die die Läufer nehmen werden. Oh, genau wie bei einem richtigen Rennen, Sir. Zufälligerweise handelt es sich auch um ein richtiges Rennen, Crittenden. Ach so. Gut, der Einsatz beginnt. So, ich ziehe jetzt die Paare für den Dreibeinlauf. Ah, Crittenden, du läufst mit Mike Flatt. Ja! Oh. Falltreffer! Alles klar, Partner! James Jones läuft mit Sarah Jones. Oh, klasse! Mein Bruder, die Schnarchschnecke. Meine Schwester, die Nerverin. Norman Price und Mandy Flood. Oh ja! Am besten, sie geben uns den Pokal jetzt gleich. Und das bedeutet, Sam läuft heute mit Dillis. Oh, das nimmt dir leider die Chance zu gewinnen, langsam wie ich bin. Ach, Unsinn, Dillis. Du brauchst nichts weiter als ein bisschen Selbstvertrauen. So, das sollte bis zum Ziel halten. Viel Glück euch allen und folgt immer schön den grünen Pfeilen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Vorsicht, Norman! Den Pokal gibt es nur für den ersten Platz, Mandy. Es geht links, rechts, links, nein, es ist rechts, links, rechts, links, ich humpel mit meinem Kumpel, dabadumpeldu. Ich humpel mit meinem Kumpel, dabadumpeldu. Entschuldigung, Dillis. Ihr könnt jetzt loslaufen. Wir haben ein paar Startschwierigkeiten, Sir. Och, es tut mir leid, Sam. Ich wusste, dass ich dich enttäusche. Wir brauchen etwas, das uns in einen gemeinsamen Rhythmus bringt, Dillis. Sing doch etwas, das dir hilft, im Takt zu bleiben. Einen Reim. Oh, zum Beispiel ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Ja, aber wir versuchen es. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Na, es geht doch, Dillis. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Wir haben es hier also eigentlich gar nicht mit einem echten Notfall zu tun, Gwendolyn. Tut mir leid, Sam. Ich weiß auch nicht, wieso Tiger ständig von zu Hause fortlaufen muss. Aber Katzen sind doch dafür bekannt, dass sie einfach mal ein paar Tage verschwinden. Er könnte sonst wo sein. Da draußen. Ganz allein. Also, ich werde meine Augen nach ihm offen halten. Wenn er Hunger hat, kommt er sicher wieder. Ja, da hast du sicher recht, Sam. Bei Hunger fällt mir ein, ich muss noch Essen für die Zwillinge machen. Die müssten jeden Moment von ihrem Schulausflug zurück sein. Bis dann. Ach, das bringt auch nichts. Noch ein paar Versuche und die Batterie ist leer. Ich will nach Hause. Und wenn uns nun keiner hilft, was dann? Was sollen wir dann nur essen? Oh, also daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Jetzt gibt es wohl nur noch eins. Ich gehe los und hole Hilfe, bevor es noch dunkler wird. Aber Trevor, Sie können da nicht alleine rausgehen, wenn Sie sich nun verirren. Oder wenn das wilde Tier Sie schnappt. Ja. Also in meinem Reiseführer steht, man soll ein liegen gebliebenes Fahrzeug nie verlassen. Man soll zusammenbleiben und auf Hilfe warten. Es könnte Stunden dauern, bis uns jemand findet. Und ich habe Bärenhunger. Kein Tiger. Und jetzt fehlen auch noch James und Sarah. Wo stecken die denn nur alle? Oh, nur ein Vogel. Hallo? Hallo? Ist da wer? Reiß dich zusammen, Trevor.
Meine Füße stecken fest. Ich stecke im Schlamm fest. Hilfe! Hilfe! Hallo, ihr zwei. Ist Tiger immer noch verschwunden? Es geht nicht mehr nur um Tiger, Charlie. Die Kinder sind noch nicht vom Schulausflug zurückgekehrt, Charlie. Aber der Bus müsste doch längst wieder da sein. Ich rufe besser mal Feuerwehrmann Sam an. Der Schulbus ist nicht vom Schulausflug zurückgekehrt und es sind Kinder an Bord? Los! Trevor Evans und die Kinder von Pontypandy sind nicht vom Schulausflug zurückgekehrt. Jede Sekunde zählt. Mir fällt der Name des Liedes nicht mehr ein, das ich singen wollte. Im Titel kam das Wort Kartoffel vor. Also ich kenne keine Lieder über Kartoffeln. Oder vielleicht war es auch Kohlrübe. Ich finde meinen Gummistopfen nicht. Der muss doch hier drin sein. So. Und jetzt der Türgriff. Wo ist mein Schraubendreher? Hey, was ist das nur für ein Geräusch? Au! Hey, was ist das denn? Was soll ich denn jetzt nur tun? Alles klar, Sir. Wir beginnen dann jetzt mit der Übung, ja? Helft mir! Ich bin eine alte Dame, die hinter einer verklemmten Tür sitzt. Gut, also, als allererstes müssen wir die alte Dame etwas beruhigen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Tja, und das heißt, wir müssen ihr die Angst nehmen. Doch am allerwichtigsten ist, dass wir selbst ganz ruhig bleiben und immer eins nach dem anderen angehen. Tut mir leid, Sam! Ich kann dich nicht hören! Ich auch nicht! Wie mache ich mich? Wirklich sehr gut, Sir. Vielleicht ein ganz kleines bisschen zu laut. Ich bin eine alte Dame in einer Notfallsituation. Da muss ich doch schließlich laut sein. Und jetzt genug geredet. Rettet mich schon endlich. Ich habe eine Idee. Ich stelle den Hauptwasserhahn ab. Wo ist jetzt der Hauptwasserhahn? Richtig, der ist ja oben. Ich weiß. Ich klebe das Rohr einfach zu. Ja, was ist das denn jetzt? Ich klebe fest. Mit dem Eimer kann ich das Wasser rausschöpfen. Oh nein, hätte ich die Tür nur vorher repariert. Und jetzt sitze ich hier drin fest. Eine Kartoffel, zwei Kartoffeln, drei Kartoffeln, vier, fünf Kartoffeln, sechs Kartoffeln, sieben Kartoffeln hier. Kartoffeln, die sind lecker, fast so sehr wie Esspapier. Doch, wirklich sehr hübsch, Dillis. Das ist seltsam. Eigentlich wollte Mike längst hier sein, um sich auf sein großes Duett mit Elvis vorzubereiten. Dann kann ich ja weiter singen. Vielleicht sollten wir lieber mal nach ihm sehen. Er wollte im Keller ein undichtes Rohr für mich reparieren. Ich glaube, das mit dem undichten Rohr ist schlimmer geworden. Mehr nach links, mehr nach rechts. Soll ich hochkommen und helfen, Sam? Danke, das letzte Stückchen schaffe ich auch noch, Sir. Nur keine Sorge, Mike, ich hole Sie da runter. So schnell können Sie gar nicht gucken. Was mich an den Vorfall erinnert, als wir mal eine Kirche evakuiert haben, nur wegen einer Blindschleiche. Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor. Kannst du dich da nicht irgendwie herauswinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom. Es liegt an seinen Ohren. Oh, Norman, du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen. Ja, ich habe natürlich mein extra dickes Unterhemd angezogen. Ich muss Schluss machen, Mom. Norman hat seinen Kopf in einem Gitter festgeklemmt?
Ich bin gleich bei dir. Vorsicht, Eile mit Weile. In der Ruhe liegt die Kraft. Wie bitte? Ein weiterer Rettungseinsatz? Jemand hat sich den Kopf eingeklemmt? Keine Sorge, damit werde ich allein fertig. Oh, es sei denn, ihr braucht mich hier. Oh nein, machen Sie nur, wir bringen das hier zu Ende, Sir. Sam hat es geschafft. Dad ist gerettet. Oh, vielen Dank, Sam. Ja, danke, Sam. Aber wo wir doch gerade hier sind, kann ich nicht schnell die Antenne wieder anbringen? Lassen Sie mich durch, geben Sie den Einsatzkräften Raum. Norman Price. Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Steele. Bitte helfen Sie meinem Jungen. Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt. Ja. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hilfe, ja, ich hänge fest. Los, ziehen Sie. Ja, oh, nicht daran, Mister. Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Oh, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag, mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat bohren und mein Bein ging zu Bruch. Mit einem Toaster muss man sehr vorsichtig umgehen. Dad? Was denn? Wenn man eine Sache auf keinen Fall tun will, die aber alle anderen ganz toll finden, heißt das dann, man ist nicht cool? Mandy, um cool zu sein, musst du nicht das tun, was andere dir sagen, sondern du musst das tun, was du für das Richtige hältst. Also, wer ist der coolste Daddy auf der ganzen Welt? Au! Kommst du raus zum Spielen, Mandy? Wieso? Damit du mich dann wieder ärgerst? Oh, verstehst du denn gar keinen Spaß? Jetzt komm schon. Geh nur raus und spiel mit Norman, Mandy. Oh! 1, 2, 3, 4. Wo ist nur die fünfte geblieben? Ich bin mir sicher, dass sie eben noch hier lag. Hey, Tom, bereit für die Kletterübung? Was? Tja, es gibt ein kleines Problem. Eine der Leuchtraketen ist weg. Was? Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, sie muss hier ja irgendwo sein. Geh du nur schon vor und wir treffen uns dann bei den Klippen. Soll ich dir wirklich nicht helfen? Nein, wirklich nicht, Penny. Dann bis nachher, Tom. Ja, bis nachher. Okay, jetzt verstecke ich mich. Mach die Augen zu und zähl bis 100. 1, 2, 12. Hey! Nicht schummeln! Zähl richtig! 19, 27, 34, 52, oh, was 67, ist das? 69, 76, 99, 100! Gefunden! Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy. Norman, sieh dir das an! Eine Leuchtrakete! Wow! Diese Dinger sind echt toll! Wenn man sich verlaufen hat oder so, dann zündet man sie an und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf. Und dann kommt jemand und du wirst gerettet. Wo hast du die denn gefunden? Sie lag da, da im Gras. Cool! Zünden wir sie an. Was? Hurra! Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy. Also ob das so eine gute Idee ist? Nein, das ist eine tolle Idee, ja. Vielleicht sollten wir sie Feuerwehrmann Sam geben. Ach, jetzt sei doch keine Spielverderberin. Komm mit, ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können. Ach, dieser Tom, wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an. Er wird ja sicher jeden Moment hier sein. Hier, das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe. Nur ich, du und die Rakete. Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy, du klingst schon genau wie meine Mom. Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht. Mhm. Danke,
können wir ja an Bord gehen. Na, endlich! Wo kommt denn der Rauch daher, Dad? Du hast die Glut doch eben wirklich gelöscht, nicht wahr, Charlie? Beim Kabeljau-Café hat eine Mülltonne Feuer gefangen? Sie rücken schon wieder aus. Und ausgerechnet heute habe ich frei. Aber ich muss hier den Garten in Ordnung bringen. Entschuldigt, dass wir euch schon wieder rufen mussten. Ach, kein Problem. Ein Einweggrill hat das Feuer verursacht. Ich hatte einen Eimer Wasser draufgekippt, damit er ausgeht. Es ist immer besser, nochmal nachzuschauen, um ganz sicher zu gehen. Weißt du, was du tun solltest, wenn ihr gleich auf der Wache seid, Elvis? Mach Penny einen schönen Becher heiße Zitrone. Sehr gute Idee, Gwendolyn. Das Meer ist ganz leer, Dad. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Fisch. Wir versuchen es mal woanders. Hey, da hat einer angebissen. Oh, das muss ein Riese sein. Alle zusammen, hoch damit. Los, komm. Dad, irgendwas hat sich in der Schraube verfangen. Oh nein, der Motor ist kaputt. Aua. Und mein Fisch ist weg. Ich muss ganz schnell Hilfe rufen. Schon wieder. Ein Unfall auf hoher See? Oh, Familie Jones schon wieder. Und jetzt? Ratet mal, wer uns ruft. Die Jones. Die ganze Familie ist in Seenot. Also nichts wie los, Perry. Ich glaube, dir geht es wirklich nicht gut genug für den Einsatz, Penny. Meinen Sie nicht, ich sollte lieber hinfahren, Sir? Hapalapap, Quidlington, dafür ist eindeutig Penny zuständig. Sie ist unsere Expertin für Neptun. Gut, ich erledige diesen letzten Einsatz und dann gehe ich nach Hause. Wie du meinst. Den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam.